Hallo Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Euer Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise. Ja, ich habe meinen Gabentisch wieder etwas feierlich, weihnachtlich dekoriert und habe tolle Figuren als Exponate hier. Denn wenn man so hier schaut, erkennt man doch die Figuren. Zumindest die Leute, die Ende der 70er, Anfang der 80er regelmäßig Fernsehen geschaut haben. Aber auch im späteren, in den späteren Jahren wurde die Serie Dr. Snuggles, ja, wurde sie regelmäßig in den dritten Programmen sowie im Kinderkanal wiederholt. Eine wundervolle Zeichentrickserie. Leider gab es nur 13. Produziert wurde sie in Kooperation mit dem niederländischen und englischen Fernsehen und zwar 1978. 1979 wurde sie erstmals ausgestrahlt in England und bei uns in Deutschland hat die ARD diese 1981 ausgestrahlt. Ich erinnere mich so an Dr. Snuggles. Dr. Snuggles war erstmal so ein Erfinder. Er hat ja alles erfunden, was ihm ja einfiel. Ja? Er hat alles erfunden. Und Dr. Snuggles ist dieser junge bzw. ältere, etwas korpulente Mann mit seinem Regenschirm, das so als Kopf eine lebende Ente hatte. Das Ganze hieß denn Schirmchen und wie gesagt, Dr. Snuggles wohnte mit seinen Freunden, die alle aus der Tierwelt waren, bis auf ganz wenige, unter anderem auch Fräulein Reinlich, dazu kommen wir gleich, lebte er in einer kleinen, ja, einem kleinen Haus, hatte seine Erfinderwerkstatt in einem sprechenden Schuppen, der Trick-Track hieß, glaube ich, Trick-Track hieß der Schuppen. Und da hat er wirklich alles erfunden, ja. Es war so eine hinreißende Serie, ja. Die hat mich schon als Kind fasziniert. Und leider gab es nur 13 Folgen. Und als ich letztes Mal durch Internet so flaniert bin, habe ich dazu einige Figuren gesehen. Als Kind wollte ich immer Figuren haben von Dr. Snuggles. Und ich habe als Kind nie Figuren von Dr. Snuggles gesehen. Ja, ich wusste noch nicht mal, dass es wirklich Dr. Snuggles PVC-Figuren gibt. Und dann habe ich sie entdeckt und ja, jetzt sammle ich Dr. Snuggles-Figuren. Es gibt insgesamt, glaube ich, 12 Stück. Ich habe leider nur 4 Stück. Ja, 4 Stück. Einen davon doppelt. Das erzähle ich auch warum. Weil ich habe die erste Figur gesehen in Australien. Ja, die gab es bei eBay in Australien und zwar den Dr. Snuggles. Habe ich mir mit einem Konvolut von anderen Figuren gekauft, ja, aus Reihen, die ich gar nicht kenne. Egal, mir ging es ja nur um Dr. Snuggles. Und dann stellte ich fest, wo sie zu Hause angekommen ist, mein Gott, der Dr. Snuggles hier hat ja, ich möchte schon fast sagen, dieser Kopf ist ja schon ramponiert mit Schimmelanzeichen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Schimmel ist. Das könnt ihr euch mal begutachten. Auf alle Fälle hat er so Flecken im Gesicht. Ja, also für mich war es wieder, wo ich sage, oh, nee, ich möchte einen Dr. Snuggles haben, der eigentlich auch vom Gesicht her, ja, gut erhalten ist. Also habe ich mir den zweiten Snuggles bestellt. Und der sieht richtig mega geil aus, oder? Ja, Dr. Snuggles, Snuggles. Ja. Und wirklich schön bemalt, alles handbemalt, wurde von der Firma Bogi hergestellt, kannte ich vorher persönlich gar nicht, ich kenne nur Schleich, ja, und ja, aber Bogi hat es denn damals in Frankreich herausgegeben und auch hergestellt. Dr. Snuggles, ja, wohnte wirklich in einem Fantasiestädtchen. Und er hatte natürlich als Doktor, kann man natürlich auch nicht seinen Haushalt machen alleine. Man muss dazu auch eine Haushälterin haben. Und er hatte eine Haushälterin. Sie hieß Fräulein Reinlich.
Ja, sie war sehr reinlich, war gewissenhaft, hatte natürlich nur einen großen Makel. Sie hat immer wieder bei Dr. Schnaggels gekündigt, ja. Und dann hat Dr. Schnaggels auch ein Kündigungsmobil für sie hergestellt oder erfunden, damit sie immer denn zu, weiß ich nicht, zu neuen Arbeitsstellen hinfahren konnte. Aber im Endeffekt war Fräulein Reinlich immer wieder zurückgekommen zu Dr. Schnaggels. Sie wurde auch mal entführt. Aber da sie zu reinlich war und so nervig, haben die Entführer sie mit Handkuss wieder weggeschickt. So. Und Fräulein Reinlich sieht ja wirklich mega geil aus. So stellt man sich auch eine zickige Haushälterin vor. Ja? Fand ich in der Serie auch schon genial. Und damit sie entlastet worden ist, gab es noch einen Roboter, den Dr. Schnaggels erfunden hat. Genauer gesagt hieß dieser Roboter Mathilda Dosenfänger. Ja, weil sie aus mehr oder minder Dosen hergestellt worden ist. Und dann gab es noch natürlich einen besten Freund bei Dr. Schnaggels, und zwar Dennis. Ja, Dennis war ein Dachs, ein ziemlich schlauer Dachs. Er hat auch viele Sachen mit erfunden, war handwerklich sehr, sehr, sehr begabt. Mochte ich als Kind auch sehr gerne diesen Dennis. Und dann gab es noch so eine kleine Randfigur. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr ganz bewandert. Ich glaube, er hieß Benny in Deutsch, ja, oder Benji. Ja, es war ein flinker Hase. Ja, es gab noch einen anderen Hase und er tauchte auch immer wieder in den Cartoons auf. Ja, dann gab es natürlich viele andere Charaktere in der Serie, die es auch als Figuren gibt, die ich aber leider noch nicht habe. Aber ich bin ja bemüht, alle Figuren zusammenzubekommen. Also falls ihr draußen vorne vor euren Rundfunkempfängern, Tablets oder PCs gerade sagt, hey, ich habe noch einige Dr. Schnaggels-Figuren, die der Markt noch nicht hat, meldet euch bei euch. Da gab es unter anderem Oma Kuschel in der Serie. Ja? Die gibt es zwar nicht als Figur, aber in der Serie tauchte sie auch auf. Oma Kuschel war eine Katzenliebhaberin, hatte ein Katzenkrankenhaus gegründet, wo auch die Kosmoskatze beherbergt war, ja, die immer ein Rad hatte und in den Kosmos gucken konnte. Und Oma Kuschel war die beste Freundin von Dr. Schnaggels. Dann gab es noch Knabber, die freche Maus, die öfter Streiche gespielt hat, diesem Dennis, ja auch umgedreht, ja. Dann gab es noch diverse andere Charaktere bei Dr. Schnaggels. Eine wirklich tolle Zeichentrickserie, weil auch 2008 gab es 3 DVDs von Dr. Schnaggels erstmalig in Deutschland herausgegeben. Und zwar, da muss ich mal gucken, von der Firma Music and Media More, die haben diese rausgebracht. 13 Folgen auf insgesamt 3 DVDs damals. Mittlerweile gibt es auch Collectorboxen zur Serie. Und dann gab es noch diese tolle, eingängige Titelmusik von Dr. Schnaggels. Auch der Soundtrack wurde damals Ende der 70er, Anfang der 70er durch Polydor als LP herausgegeben. Diese habe ich leider nicht, aber da waren die ganzen Lieder, ja, in Deutsch. Also der Soundtrack war in Deutsch. Da war auch dieses tolle Lied, Dr. Schnaggels baut eine Maschine für uns. Dum, 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 dum. Ja, gesungen wurde das Lied, das habe ich bis vor kurzem gar nicht gewusst. Ich habe mal nachrecherchiert, ja. Dank dem Internet heutzutage kann man ja vieles nachrecherchieren und dann stellte sich heraus, dass dieses geniale Titellied von Dr. Schnaggels gesungen worden ist von Siv Inga. Ja, Siv, S-E-W Inga. Ja, ich kann euch in der Infobox, kann ich euch mal den Soundtrack auf YouTube verlinken. Dann könnt ihr euch, falls ihr nicht den Soundtrack kennt, auch die Serie vielleicht nicht kennt, könnt ihr euch mal so ein kleines Bild davon machen. Ja, die Musik war genial, bis heute für mich noch. Ja, der Soundtrack, es gab wirklich schöne Stücke, wo ich die Serie mir nochmal vor kurzem angeschaut habe, fiel es mir sofort auf. Ja, den Soundtrack habe ich auch als Kind geliebt. Ja, und es eignet sich ja jetzt zur Weihnachtszeit, sich diese Serie mit seinen Liebsten nochmal anzuschauen. Ja, mit seinen Kindern, mit seinem Partner, Partnerin oder einfach auch alleine sich reinzuziehen,
weil man verfällt sofort wieder in Kindheitserinnerungen. Ja? Es war so eine schöne Zeit. Damals bei uns im Westen, ja in Nordrhein-Westfalen, lief das immer sonntags gegen 18 Uhr im Westdeutschen Rundfunk, also im dritten Programm. Und ich habe es immer mit Wonne geschaut. Ich habe mir dazu noch mal ein Abendbrot gemacht, beziehungsweise meine Mama hat mir ein Abendbrot denn gezaubert, ja, bestehend aus einer Scheibe Weißbrot, Marmelade, Milch. Und dann guckte ich mir dann jede Woche eine Dr. Schnaggels-Folge an. Und wie gesagt, ich war dann immer traurig, dass ich sowas nie als Figur bekommen habe, weil ich sowas auch nicht wusste. Weil damals gab es kein Internet, man wusste auch nicht, was ist damals so erschienen. Ich bis vor kurzem wusste ich noch nicht mal, dass es dazu einen Soundtrack gab. Ja, geschweige denn eine Sif Inga. Wer kannte Sif Inga? Ich kannte damals höchstens nur Sif Malmquist. Ja, das war aber schon das höchste der Gefühle. Ich als alter Schlagerfan als Kind. Naja, Dr. Schnaggels. Dann gab es auch mal Gerüchte über eine Neuauflage von Dr. Schnaggels. Ja, die Serie sollte neu aufgelegt werden. Denn 2002 tauchte plötzlich eine Vorschau zu einer neuen Dr. Schnaggels-Serie auf. Jeffrey O'Kelly zeichnete sich damals dafür verantwortlich. Und ja, es kam aber auch nichts mehr sonst. Ja, es war bei 2002, war es wie gesagt eine kleine Vorschau von einer neuen Dr. Schnaggels-Serie, wovon anschließend auch nie mehr die Sprache war. Was ist mittlerweile da passiert? Man weiß es nicht. Es wurde nie eine neue Serie oder neue Folgen veröffentlicht. Auch spannend ist es, was ich auch natürlich nicht wusste, ist, dass es einen Hintergrund gibt mit dem Vorspann von Dr. Schnaggels, dem genialen Vorspann mit der tollen Musik, wo Dr. Schnaggels mit seinem Schirmchen, ja, hüpft, ja, gibt es auch eine tolle Geschichte dazu. Das muss ich jetzt ablesen, denn Dr. Schnaggels war eine Koproduktion zwischen einem niederländischen und einem englischen Produzenten. Die Animationsarbeiten, jetzt kommt das Interessante. Die Animationsarbeit teilten sich zwei Studios. Die Episoden 1 bis 6 sowie die 8. Folge sowie das In- und Outro wurden bei Topkraft in Japan mit, jetzt kommt der Name, Tsugaki Kubo als Animationssupervisor hergestellt. Die Episoden 7 und 9 bis 13 von Die Partie Freleng, später gekauft von Marvel Comics in den Vereinigten Staaten. Also man sieht schon, internationale Produktion. Die Serie wurde in Großbritannien vom 1. Oktober 1979 bis 1980 durch ITV ausgestrahlt. Vom 24. Juni 1981 bis zum 22. September 1981 erfolgte die Ausstrahlung durch das erste Programm ARD in Deutschland. Ja, so mal kurz zusammengefasst von Dr. Schnaggels. Ein paar Infos und für Leute, die nicht wussten, wer Jeffrey O'Kelly ist, ja, der 2002 eine kleine Vorschau für die leider dann auch nie stattgefundene neue Serie von Dr. Schnaggels ist. Es ist nämlich der Entwickler der Serie Dr. Schnaggels, ja? Weil Jeffrey O'Kelly hat Dr. Schnaggels entwickelt, ja? Die Rechte an den Figuren liegen mittlerweile wieder bei O'Kelly, weil zwischenzeitlich hatte er die auch verkauft und jetzt hat er die Rechte wieder zu Dr. Schnaggels. Aber er nutzt sie nicht. Und ich glaube mal, so eine Serie, wenn man sie noch ein bisschen modifiziert, würde heute auch noch ein Renner sein. Also ich kann euch die Serie wärmstens empfehlen und auch zu den Figuren, die ich hier stehen habe, holt sie euch. Die sind zwar sauteuer, ja, also ich muss sagen, so kleine Figuren, ja, die sind sauteuer. Und, aber ich muss sagen, es lohnt sich. Es gibt ja auch für ca. 300 Euro dieses Raumschiff, was Dr. Schnaggels gebaut hat, ja, dieses gelbe, quietschegelbe Raumschiff, das gibt es auch zu kaufen. Es gibt das Dr. Schnaggels Haus zu kaufen. Es gibt verschiedene Figuren zu kaufen. Also es gibt eigentlich eine ganze Dr. Schnaggels Welt als Figurenset. Wusste kein Mensch. Muss man nachrecherchieren.
Mein Gott, bin ich da jetzt wieder in meiner Laune. Am liebsten würde ich jetzt auch das alles kaufen, aber es ist schwer zu finden. Mit wenig Glück, da muss man in verschiedenen eBay-Portalen der verschiedenen Länder gehen, ja, in Frankreich, in England. Da muss man alles durchwildern und mit Glück bekommt man die ein oder andere Dr. Snuggles-Figur. Manchmal sogar original verpackt. Ich hätte fast das ganze Set original verpackt bekommen. Ich wurde in der letzten Minute bei eBay um einen US-Dollar, ja, überboten. Hat mich sehr geärgert, aber so ist das Bieterleben halt, ja. Und ich vermute mal, es ging alles mit rechten Dingen zu. Deswegen werde ich jetzt auch nicht in Traurigkeit verfallen. Falls ihr Dr. Snuggles kennt, könnt ihr gerne wie immer mal in die Kommentarleiste reinposten. Was sind denn eure Erinnerungen von Dr. Snuggles, ja, oder was mochtet ihr an Dr. Snuggles? Mochtet ihr auch diese Kosmoskatze oder mochtet ihr gerne Mathilda Dosenfänger, ja, oder doch Fräulein Reinig. Also Fräulein Reinig fand ich schon so abgefahren, dass so nervig die Frau, der sich wieder gut fand. Oder war doch lieber Oma Kuschel euer Held? Einfach posten, posten, posten und dann verabschiede ich mich für heute mit der speziellen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Bleibt mir weiterhin gewogen, bleibt weiterhin sammelwütig, habt einen schönen Tag und dann sehen wir uns auch bei der nächsten Ausgabe von Fan wieder. Bis dann. Tschüss.